Hallo da draußen, ich bin Kirsten und ich spreche heute wieder mit meinem Mann, Oe. Möchtest du auch Hallo sagen, mein Hallo, Schatz? liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie heute wieder bei uns dabei sind, bei unserer Ausstrahlung, wenn es wieder um die Tarotkarten geht. Ja, ganz genau. Und heute wollten wir darüber reden, was das richtige Deck ist. Wir hatten da ein paar Anfragen Sektor wurde diesbezüglich. beendet Gibt es überhaupt das richtige auf Deck? Facebook. Für welche Situation ist ein Deck Jetzt sind wir live. richtig? Und so weiter und so fort. Und da wollten wir euch einfach mal Schön. unsere Wenn Gedanken ich auf Facebook mitteilen. gucke, dann heißt es, wurde Also, beendet. Alles wir gut. können eigentlich sagen, dass es Es ist ja auch drei egal. Auf jeden Fall hat wichtige es heute mal wieder Klassiker-Decks überhaupt nicht gibt, funktioniert. die irgendwie die meisten Ich Menschen, die bin sich mit weiter am Tarot Testen. Hier hängt beschäftigen, auch in irgendwie irgendeiner Form was. Aber nein, kennen jetzt oder bewegen wir sich damit uns. Und auseinandergesetzt wir sind auf haben. den Die Mantikern. allermeisten Menschen Ja, das hat werden heute mit sich sicher der mit den Planung, wie wir das sogenannten Rider-Waite beschäftigt haben. geplant haben, Ryder war nicht der Verleger geklappt. des Die Decks. Live-Schaltung Waite ist nicht war aktiviert derjenige, der worden, so sich wie wir das uns das Deck gewünscht haben. Aber ausgedacht hat, egal, wir gehen sozusagen. jetzt einfach Aber eine trotzdem Frau live und Pamela Coleman-Smith schauen hat mal, das Deck wie es gemalt. läuft. Deswegen wäre es Erst eigentlich schöner, einmal das Deck anders Hallo zu da nennen als Rider-Waite. draußen. Im Ich bin amerikanischen, Kirsten englischsprachigen und Raum wird ich es meistens spreche spreche das heute wieder mit meinem RWS-Deck Mann, tituliert. Oe. Und ja, Möchtest du ich auch habe hier Hallo mal, sagen? hallo, Ist nicht das liebe Zuschauerinnen Originaldeck und dabei, Zuschauer. aber Ich ich bin freue mir mich, dass Sie sicher, heute wenn wieder bei du, uns huch, dabei sind. ja, das passt, die umgedrehte Natürlich ist Frau es hier schön, wenn es wieder um die Schwebe. Tarotkarten geht. Technik funktioniert nicht. Ja, ganz genau. Ich bin mir Und sicher, wenn du diese Bilder siehst, obwohl heute sie wollten etwas wir anders darüber sind als reden, sonst, was das dann richtige Deck ist. Wir ja, hatten wirst du da ein paar wissen, was Anfragen das Waite-Deck ist. diesbezüglich. Über dieses Deck gibt Ziemlich es die überhaupt das meiste richtige Deck? Literatur, würde ich Für sagen. Und es ist das welche Situation ist meistgekaufte ein Deck, Deck richtig auch hier in und so weiter und so Deutschland. fort? Und da wollten wir euch Das einfach zweite mal Deck unsere ist Gedanken das mitteilen. sogenannte Also, wir Crawley-Deck. können eigentlich Wird sagen, man dass auch es hier sagen, drei Crawley hat es wichtige sich erdacht, eine Klassiker-Decks Frau, gibt, Frieda Harris hat die es gemalt. irgendwie Und sollten die wir meisten vielleicht das Menschen, die sich mit Tarot Crawley-Heretic beschäftigen, nennen, denn, in nennen, irgendeiner einer Aber Form es ist auch kennen sehr oder sich geläufig, damit weil das auseinandergesetzt haben. Tod-Tarot, Die TH, allermeisten Tarot, Menschen, TH, werden sich sicher mit und dem ja, sogenannten dieses Deck Rider-Waite beschäftigt sieht haben. so aus. Und Ryder ich bin war mir der sicher Verleger auch, des Decks. davon Waite hast war du schon derjenige, einmal, der sich ja, das Schatz, Deck sich wieder gedreht. Ja, ausgedacht es hat, ist heute alles außer sozusagen. Aber Kontrolle. eine Frau, Pamela Pamela Coleman Smith, Coleman-Smith hat schon das Deck mal gemalt. Und Karten von deswegen wäre es gesehen. eigentlich schöner, das Deck anders zu nennen als Einige Leute haben Rider-Waite. Probleme mit dem Im Crawley-Deck. Sie amerikanischen, sagen, das ist englischsprachigen Raum wird es meistens als das schwarzmagisch, deswegen passen sie es nicht RWS-Deck an. tituliert. Es Und hat eine ja, wesentlich ich habe hier stärkere mal Energie nicht das als Originaldeck das dabei, aber Waite-Deck. Das ich muss bin mir man schon sicher, sagen. wenn Huch. du, ja, das Das liegt passt, die daran, umgedrehte, Entschuldige, das dass Thema die ist Frau, hier die es gemalt gerade. hat, die Frieda Technik Harris, funktioniert bei nicht. Rudolf Steiner in die Ich Schule bin mir sicher, wenn gegangen du diese ist Bilder und dort eine siehst, obwohl sie spezielle etwas anders sind Maltechnik als gelernt sonst, hat, die dann, dafür sorgt, dass wenn man die ja, Karten wirst du wissen, betrachtet, was das Waite-Deck man ist. Über durchaus dieses leicht Deck schwindlig gewinnen werden kann. kann. Sie Sie arbeitet arbeitet mit mit verschiedenen verschiedenen Literatur, würde ich Fluchtpunkten. sagen. Und Ich ist denke, das das ist meist eher das Problem bei den Hauptproblem, Karten, als dass sie auch hier in schwarz, Deutschland magisch und böse schwarzmagisch und sind. böse sind. Das zweite Deck Außerdem ist wurde das das Crawley sogenannte Harris Deck Crawley-Deck in der in der Zeit Zeit, wir können auch hier des sagen, großen Zweiten Crawley hat Weltkrieges es sich gemalt erdacht, und eine da Frau, hat Frieda Frieda Harris, hat es Frieda gemalt. wahrscheinlich nicht immer Wir ganz sollten jetzt positive vielleicht das Gedanken gehabt, als sie die Crawley-Harris-Deck Karten gemalt hat und nennen, auch das aber es ist spielt auch sicher sehr in die geläufig Karten als hinein, das während das Tod-Tarot, Waite-Deck aus der Zeit vor den großen TH. Kriegen Und stammt. Belle ja, Epoque, dieses Deck Hoffnung auf sieht weiß so Gott was aus und und ich bin mir sicher, auch 1909 sah die Welt davon halt wirklich hast du anders schon aus einmal, als Herrscher hat sich wieder gedreht. 1939. Ja, es ist heute alles Ja, außer und Kontrolle. dann gibt es noch ein Ich bin drittes sicher, auch Deck da und hast das du ist schon das mal Tarot de Marseille, Karten das von auch in verschiedenen sehen. Formen existiert. Einige Das Leute haben Tarot de Probleme mit dem Marseille Crawley-Deck. sieht Sie so sagen, das aus, ist ich bin mir sicher, auch hier schwarzmagisch hast du und schon deswegen einige passen sehen sie es es nicht nicht an. von mal gesehen. Es hat eine Es wesentlich ist halt ein stärkere bisschen Energie schwieriger als als das Crawley-Deck. Waite-Deck, das muss man Weil schon hier siehst du zum sagen. Beispiel die sechs der, Das nein, liegt die sieben der daran, Schwerter, dass die Frau, weil die es die gemalt hat, die kleinen Frieda Karten nicht Harris, so bildert weil sind Rudolf wie Steiner in das die die Schule Waite-Karten gegangen sind oder ist die und dort eine Crawley-Karten, spezielle muss Maltechnik sich gelernt hat, mehr die Gedanken dafür machen sorgen, dass dabei. wenn man die Karten Dennoch betrachtet, ist es das Urdeck man durchaus sozusagen, leicht also auf, schwindlig werden kann. aufgrund Sie dieses arbeitet mit Deck, verschiedenen haben Esoteriker Fluchtpunkten. angefangen, Ich sich mit denke, den das ist Karten eher eher das zu Problem bei beschäftigen. den Es macht Karten, daher als dass großen Sinn, sie sich damit zu schwarzmagisch beschäftigen. und Und böse es ist auch sind. ein Vorteil, wenn keine Außerdem Bilder wurde das auf den Karten Crawley sind, weil Harris man sich Deck dann seine eigenen in der Gedanken.
Zeit gemacht. Des Bilder von Wade, Weltkrieges gemalt. Teilweise sehr schön, teilweise weniger attraktiv. Frieda wahrscheinlich nicht immer ganz positive halt Interpretationen gehabt, von Interpretationen. Und auch das spielt sicher und, in die Karten hinein. Ja, dadurch während das Wade manchmal Aussagen aus der Zeit nicht unbedingt mit dem Deckungsgleich, was wir dann beim Marseille-Deck finden. Hoffnung auf weiß Gott was. Das Marseille-Deck wird sehr gerne anders aus als romanischen Raum gelegt. Da gibt es eigentlich wenig. Und dann gibt es noch ein drittes Deck. Und das ist das Tarot de Marseille. In das auch in Italien, verschiedenen Formen in wird das Tarot de Marseille. Das Tarot de Marseille sieht und wir hier aus, in Deutschland, wir sind ja auch hier an die angloamerikanische Schule mal so gesehen. Es ist halt ein bisschen schwieriger als Crawley das Wade oder das Crawley-Deck, weil hier siehst du zum Beispiel die aber fällt mir ein, Schatz, dass wir vielleicht mal hier bei unseren Vortrag kleinen Karten nicht Wade so gebildet sind, wie das Frieda sind oder die Crawley-Karten machen könnten. Ja, das wäre doch vielleicht eine Idee. Gedanken machen das dabei. Ist jetzt schon einige Zeit her, dass dennoch wir ist es das Urdeck sozusagen. Also aufgrund dieses Decks haben Esoteriker angefangen, sich mit den Karten aber ich schweife ab. Es macht daher großen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Jetzt habe ich ein bisschen was über die drei, wenn keine Bilder auf den Karten sind, erzählt, weil man sich dann seine eigenen Gedanken macht. Es macht nur Bilder von Wade, die dir darüber teilweise sehr schön, macht, teilweise die weniger attraktiv sind. Anziehen, das sind halt Interpretationen von Interpretationen. Solltest du dir, glaube ich, aber vornehmen, damit ja, dadurch mal so, sind auch manchmal Aussagen den, nicht unbedingt mit dem Deckungsgleich, von Tarot, was wir dann beim Marseille-Deck finden. Überhaupt die ganzen das Marseille-Deck die da draußen wird sehr gerne im romanischen Raum. Wie hast du denn eigentlich dich für dein erstes Deck entschieden? Und Crawley-Decks. Spanien, in Italien, in Frankreich wird das Tarot de Marseille bevorzugt. Wir hier in Deutschland, wir sind halt eher an die angloamerikanische Schule und somit an Wade, Smith, Crawley und Harris gebunden. Geht das überhaupt, geht das nicht? Aber ich dachte mir, gut, dabei fällt mir ein, Schatz, dass wir vielleicht mal hier unseren Vortrag über Wade, Crawley, Frieda und Smith machen könnten. Ne? Das wäre doch vielleicht eine Idee. Das ist jetzt schon einige Zeit her, dass wir den gemacht hatten. Habe mich hingesetzt, habe die Bilder angesehen. Ja, das hat damals viel Spaß gemacht. Aber ich schweife ab. Jetzt habe ich ein bisschen was über die drei Klassiker des Decks erzählt und es macht sich wirklich, es macht wirklich Sinn, dass du dir darüber Gedanken machst, welches Deck dich persönlich anzieht, mit welchem du dich vielleicht beschäftigen solltest. Eins von den dreien solltest du dir, glaube ich, aber vornehmen, damit du erstmal so die Grundlagen von Tarot kennenlernst, auf was überhaupt die ganzen Interpretationen, die da draußen in der Welt sind, basieren. Roy, wie hast du denn eigentlich dich für dein erstes Deck entschieden? Tollen Karten von Lady Frieda Harris, ungefähr 30 Crowdy, geschenkt. Von 30 Jahren. Von dem Tag an war eine Legerin, die Welt der Schweiz gehört, nicht mehr Farben und Kant genug. Musste mich aber, wie du es auch schon erwähnt hast, mit diesen Vorurteilen, das wären ja geht das überhaupt böse, das nicht? Das aber ich dachte mir, man geht wunderbar, wenn die sagt, ich könne das, auseinandersetzen. Dann ist es ja wunderbar. Ich erinnere mich, kaufte es auch, gefordert wurde, die Kabel wieder wegzulegen, sonst würde wird das schon funktionieren. Wir haben mir dann in einem Isoladen in Zürich so die Karten haben auf einen ganz Set hingesetzt, habe die Bilder angesehen. Ich habe Bilder immer noch sehr ansprechend. Toll. Und immer noch sehr, sehr toll. Ich könne das. Also soll es ja auch funktionieren. Bei mir war das ähnlich. Ich habe, eigentlich war es gar nicht ähnlich. Die Ähnlichkeit ist, dass mein erstes Deck, was mich angesprochen hat, ein Crawley-Deck war. Ich habe, als ich 18 war, eine Freundin gehabt, die ständig sich die Karten gelegt hat. Das war damals ganz schön modern in Berlin, wo ich damals lebte. Und sie hat das wirklich so lange gemacht, dass mir irgendwann der Geduldsfaden geplatzt ist, weil ich das ziemlich dämlich fand, was sie da machte. Also, wie mache ich das? Ich finde es ja immer doof, nur über was zu lästern, ohne es selbst ausprobiert zu haben. Ich bin in eine Buchhandlung gegangen und habe dort ein Kartendeck erstanden. Ich hatte die Auswahl zwischen diesem Crawley-Deck, zwischen dem Wade-Deck. Und das Tarot de Marseille stand auch herum.
Ich habe mich dann für das Crawley-Deck entschieden, A, weil mir die Bilder wesentlich besser gefielen als auf dem Wade-Deck und B, weil auf den Karten Wörter sind. Und das hat mich damals total angezogen, denn ich konnte mit den Bildern tatsächlich nicht wirklich erst was anfangen. Ich bin ein starker Kopfmensch und habe dann immer über diese Wörter die Karten gedeutet und das hat mir damals großen Spaß gemacht. Ihr hört es schon, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin also auch in den Karten hängen geblieben. Bei mir war das ähnlich. Ich habe ich bin Kartenlegerin geworden, was schon ein bisschen lustig ist. Ähnlichkeit ist das mein erstes Deck. Dieser Anfang hat ein Crawley-Deck den Karten übergegeben. Ich habe, als ich 18 war, eine Freundin gehabt, die Interpretation, ständig sich die Karten gelegt, die Menschen aus diesen Karten gerne rausziehen. In Berlin, wo ich damals lebte. Ja, also und bei mir war es definitiv sie hat Bauchgefühl, das mich so lange gemacht hat, mich für dieses Deck zu entscheiden. Und das höre ich bei dir auch ein bisschen, was ich gemacht Also, wie mache ich das? Ich finde das ja immer doof, nur über was zu lästern, ohne es selbst ausprobiert zu haben. Ich bin in eine Buchhandlung gegangen und habe dort ein Kartendeck erstanden. Ich hatte die Auswahl zwischen diesem Crawley-Deck, zwischen dem Wade-Deck und das Tarot de Marseille stand auch herum. Ich habe mich dann für das Crawley-Deck entschieden, A, weil mir die Bilder wesentlich besser gefielen als auf dem Wade-Deck und B, weil auf den Karten Wörter sind. Und das hat mich damals total angezogen, denn ich konnte mit den Bildern tatsächlich nicht wirklich erst was anfangen. Das wäre eine erste wichtige Empfehlung für dich, starker Kopfmensch. Und habe dann überlegt, okay, gefallen mir mehr die Wörter, die Karten bedeutet. Das hat mir damals großen Spaß gemacht. Am schönsten. Und dann könntest du dir einfach mal eins dieser Decks besorgen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin also auch an den Karten hängen geblieben. Auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Ja, letztendlich bin ich Kartenlegerin geworden, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber es hat mir arbeiten, Rui und ich Anfang ein gutes Skepsis den Karten. Das haben wir dann einfach dazugenommen, weil die meisten Menschen nicht so sehr den Karten gegenüber, sondern einfach besser kennen, Interpretationen, die die Menschen aus diesen Karten kannst du dann nach und nach zusammenbringen. Wenn du diese drei Decks als Grundlagen beherrschst, bei mir war es definitiv Bauchgefühl, das mich dazu gebracht hat, mich für dieses Deck zu entscheiden. Und das höre ich bei dir auch so ein bisschen heraus. Ja, das ist völlig richtig. Nun gibt es aber auch noch viele andere Decks. Also ich glaube, inzwischen sind an die 2.000, 3.000 Decks auf dem Markt, allein was von Verlagen vertrieben wird, aber auch das, was ganz viel im Self-Publishing geschieht. Ich habe da aufgehört zu zählen, wie viele Decks es gibt. Und die sind nicht alle sogenannte Klone. Das heißt, die basieren nicht alle entweder auf Wade, Crawley oder auf Marseille, sondern es gibt auch viele eigene Decks. Von eigenen Künstlern zum Beispiel. Und da hast du welche raus. Das wäre eine erste wichtige Empfehlung für dich, dass du dir überlegst, okay, gefallen mir mehr diese Bilder von Wade, von Crawley, finde ich vielleicht das Tarot de Marseille am schönsten und dann könntest du dir einfach mal eins dieser Decks besorgen und anfangen auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Inzwischen, schon seit vielen, vielen Jahren, arbeiten Rui und ich natürlich auch mit Wade. Das haben wir dann einfach dazugenommen, weil die meisten Menschen Wade einfach besser kennen, besser vertragen. Und das kannst du dann nach und nach zusammenbringen. Wenn du diese drei Decks als Grundlagen beherrschst, dann kann dir eigentlich kein Tarot-Deck mehr wirklich Probleme bereiten beim Interpretieren. Nun gibt es aber auch noch viele andere Decks. Also ich glaube, inzwischen sind an die 2.000, 3.000 Decks auf dem Markt, allein was von Verlagen vertrieben wird, aber auch das, was ganz viel im Self-Publishing geschieht. Ich habe da aufgehört zu zählen, wie viele Decks es gibt. Und die sind nicht alle sogenannte Klone. Das heißt, die basieren nicht alle entweder auf Wade, Crawley oder auf Marseille, sondern es gibt auch viele eigene Decks von eigenen Künstlern zum Beispiel. Und da hast du welche rausgesucht, glaube ich, die du mal zeigen wolltest. Ja, ich habe, und hier sieht man eine Karte, so im Laufe meiner Entwicklung sind wirklich sehr auch immer wieder. Also ich sehe die Prinzessin der Kelche und den Gehängten. Und Karl Röhrig hat diese Auftragsarbeit Anfang der 90er Jahre gemacht. Hat und er musste dann, mit einem, weil die Karten auf den amerikanischen Markt sehr großflächig so waren, in der Ursprungsversion, nämlich sah Röhrig so aus. Und er hat dann immer gesagt, zeig mal den Hänger. So. Dann musst du, glaube ich, näher ran. Irgendwie muss die Karte sein. Und vielleicht sieht die, bekommst du nicht. Der Kerl, die sind vergriffen.
Und also ich glaube, das musst du mir nachher mal nach dem Live-Chat zeigen. Aber vielleicht stellen wir es einfach mal später ein hier. Das sind nämlich Standard-Deadlines. Wenn für den amerikanischen Markt ging das eingebracht ist in unserer DNA, motiviert, aktiviert. Kartusual. Da bin ich auf die Suche gegangen. Amerikanisch machen. Konnte definitiv jemanden finden, der und wenn ihr heute ganz großes Glück habt, dann findet ihr irgendwo. Und ich möchte auch ganz gerne mal von einem Buchhändler, Dino. Ich hatte vor drei, vier Monaten genommen, in der Buchhandlung. Diese Karte sind, habe ich einen Vortrag gehalten. Kannst du sie etwas näher an die Kamera halten? Vorbereitung für das Vortrag haben die eine Schule. Da lag noch. Und so hier sieht man im Training Karte so zeigen. Oder vielleicht so ist es besser. Sie sind wirklich sehr groß. Also ich sehe die Prinzessin der Kelche und den Gehängten. Und dann haben die dieses Röhrig, diese Auftragsarbeit. Das ist die Urschach. So sah sie am Anfang. Der musste dann, weil die Karten auf den amerikanischen Markt kamen, so malen. Natürlich, mein Sammler hat sofort zugeschlagen. Ich habe die nämlich so gekauft, obwohl ich die Karten nur für mich als Sammlerstück habe. Da musst du, glaube ich, näher ran. Irgendwie muss die Karte sein. So. Vielleicht sieht man dieses sehr, dass über der Kerl diesen Bildern eine ganz besondere Beziehung. Also ich glaube, das musst du mir nachher mal nach dem Live-Chat zeigen. Ja. Wir wollten nochmal ein paar andere später einbringen. Ja, ich komme gleich. Details. Denn für den amerikanischen Markt ging das. Ich verstehe das, dass dir das wichtig ist. Darüber wollten wir nochmal reden, aber lass uns es doch erstmal mit den Künstlerdecks weitermachen. Ja, ich habe dann heute ganz großes ein anderes Künstlerdeck, das ist erst seit kurzem in den Schubladen das mir von einem Buchhändler auf einmal, ich habe die Karten zuerst in der Vorschau gesehen, drei, vier dann, Monate im Dezember habe ich sie in die Hand, in der Buchhandlung frage, was sind meine neuen, habe ich einen Vortrag gehalten. Wir reden hier von den Rabenkarten, die während der Vorbereitung für diesen Vortrag Königs in die Schublade aufgezogen. Und da lag noch, so ein das sind meine Lieblinge geworden. Wenn ich auch künstlerisch suche andere Decks, tolles, und dann haben die von, dieses Schächtelchen rausgezogen. Von Mark, das ist die Urschachtel. So sah sie am Anfang aus zum Betrachten, aber ich kann damit nicht arbeiten. Das liegt dann und hier. Da ich bringe keine. Natürlich, mein Sammler hat sofort zugeschlagen. Ich habe ihn abgekauft, obwohl ich die Karten nur für mich als Sammlerstück. Wir haben so viele Informationen. Auch das sind meine absoluten Favorites. Und ich liebe das ist meistens so bei Künstlerdecks. Es ist ja auch das Dali-Tarot gerade wieder aufgelegt worden. Die Decks sind wunderschön, ja, aber ich persönlich würde. Wir wollten nochmal über ein paar andere Künstlerdecks sprechen, weil ich mich dann zu sehr mit den Bildern und den Symbolen auf den Bildern beschäftigen würde. Ich verstehe das, dass dir das wichtig ist. Ja, Interpretation, die ich dann in den Tarotkarten sehe. Darüber wollten wir nochmal reden, aber lass uns das doch erstmal bei den meisten Künstlerdecks der Fall. Wir haben viele Künstlerdecks. Es gibt Decks, die von Künstlern gemalt wurden, wie Röhrig, wie Heindl, wie Petersen. Es gibt auch Decks, die über Künstler quasi sind. Es gibt das Botticelli-Deck und das Schiele-Deck und sonst etwas, wo halt Bilder der Künstler verwendet werden, um auf die Tarotkarten zu legen. Aber ich glaube, wir beide arbeiten da eher, wir arbeiten gar nicht mit diesen Decks, sondern es hat dekorative Zwecke. Eine zweite Gruppe, die auch eher dekorative Zwecke erfüllt, sind die sogenannten Themendecks. Also es gibt zum Beispiel das Game of Thrones Decks oder früher, als ich anfing, gab es das Lord of the Rings Deck. Das ist inzwischen nicht mehr so wirklich aktuell. Es hätte fast mal ein Buffy-Deck gegeben, das hätte ich super gerne gehabt, aber Dali Tarot gerade wieder aufgelegt worden. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Themen. Decks. Und ich habe euch immer ein Deck sind wunderschön, aber ich persönlich würde mit das ist das Jane Austen Deck, weil ich mir eine große Verehrung von Jane Austen auf den Bildern beschäftigen würde. Werden halt als mit auf den diversen Karten, Interpretationen, die ich dann in den Tarotkarten sehe. Bitte? Und das ist, glaube ich, bei den meisten dann umgedreht. Genau. Es werden alles werden hier Szenen aus ihren Decks, Büchern dargestellt, gemalt wirklich ganz allerliebst. Und die, es gibt wieder umgedreht, die nutze ich sehr, sehr gerne. Künstler einfach quasi mal sind zur Inspiration. Deck und das irgendwie mal das Schiele-Deck und sonst etwas, wo halt Bilder der Künstler verwendet werden. Da habe ich eins auf die Tarotkarte zu legen. Künstlerdeck ist, was ich besonders liebe. Wir beide arbeiten da eher Bildern von einem wir arbeiten gar nicht mit Arbeiterdeck, sondern Lake Deck, das hat dekorative Zwecke, einer meiner
Eine zweite Gruppe, die auch und eher dekorative Zwecke erfüllt, sind die sogenannten Karten. Themendecks. Also gehe ich auch sehr gerne zum Beispiel das Game of Thrones Deck, weil Mary Kay als nicht anfing, gar aus Lord of the Rings gebracht, als wir sie letztes Jahr beim Tarot mehr so bei der Tarot-Konferenz in London kennengelernt haben. Es hätte fast ein Buffy-Deck gegeben, das hätte ich super gerne gehabt. Ja, aber also wir haben jetzt die Künstler-Decks von Künstlern, ganz, ganz viele Themendecks und wir haben Themendecks gebracht, was ich besonders schön finde. Wir haben das Klassiker, Jane Austen-Deck, weil ich eine große Feierin haben wir natürlich die Decks, mit denen wir hier Karten legen, werden wir halt Leute beraten in diversen Karten. Was nimmst du denn da an die Zwiebel Decks? Also bitte? Absoluter Favorit. Umgedreht. Genau. Es werden alles, werden hier Szenen aus ihren Büchern dargestellt. Und das ist wirklich ganz allerliebst. Und die, schon wieder umgedreht, die nutze ich sehr, sehr gerne einfach mal zur Inspiration, wenn ich irgendwie mal inspiriert werden möchte. Vielen ein zweites Deck, da habe ich eins, was ein Künstlerdeck ist, was ich besonders liebe, was also mit Bildern von einem Künstler arbeitet. Das ist das Blake Deck, William Blake, einer meiner liebsten Künstler überhaupt. Und da gibt es dann ganz spezielle, sehr tolle Karten, mit denen ich auch sehr gerne arbeite. Ich mag dieses Deck besonders, weil Mary Kay Greer hat es mir extra aus Amerika mitgebracht, als wir sie letztes Jahr beim Tarot, bei der Tarot-Konferenz in London kennengelernt haben. Ja, habe ich auch sehr lange gelegt. Im Augenblick mache ich das nicht. Ja, also wir haben jetzt die Künstlerdecks gerade nicht so von Künstlern, über Künstler, Qualität, wie sie Themendecks, sich gut zu mischen eignet. Wir haben Kartenleger verbraucht man auch schnell mal ein Deck. Ne? Das ist und nicht so, dass man das dann haben wir natürlich die Decks, mit denen wir Kartenlegen, wenn wir Leute beraten. Und ich habe hier das Deck, mit dem ich jetzt am meisten unterwegs bin, wenn ich Karten lege. Das ist das Morgan Greer Deck. Es ist ein Wade-Klon. Es ist aber ein Wade-Klon, mit dem ich gut leben kann. Wie gesagt, manche Bilder von Wade, mit denen komme ich gar nicht klar. Mir gefallen diese Karten hier sehr gut, weil sie nochmal so Einzelheiten aus dem Wade-Deck herausgreifen. Und es ist ein Deck, das andere Leute gut anspricht. Ich habe auch gute Erfahrungen mit Druidcraft Tarot gemacht. Und ja, das waren, glaube ich, so die Decks, die ich hauptsächlich benutzt habe, wenn ich gearbeitet habe, glaube ich. Wahrscheinlich noch mehr, aber mir fallen jetzt gerade keine anderen ein. Wir haben, glaube ich, jetzt die meisten Decktypen beschrieben. Nun gab es ja eine Anfrage, was ist, gibt es bestimmte Decks? Mit dem Rührig-Deck habe ich auch sehr lange gelegt. Im Augenblick würdest du sagen, dass es das gibt? Weil die Karten gerade nicht so vorhanden sind in der Qualität, wie sie für mich sich gut zu mischen eignet. Als Kartenleger verbraucht man auch schnell mal ein Deck. Ne? Das ist nicht so, dass man das dann über viele, viele Jahre behält, sondern das leidet ganz schön durchs Mischen. Und ich habe hier das Deck, mit dem ich jetzt am meisten unterwegs bin, wenn ich Karten lege. Das ist das Morgan Greer Deck. Es ist ein Wade-Klon. Es ist aber ein Wade-Klon, mit dem ich gut leben kann. Wie gesagt, manche Bilder von Wade, mit denen komme ich gar nicht klar. Mir gefallen diese Karten hier sehr gut, weil sie nochmal so Einzelheiten aus dem Wade-Deck herausgreifen. Und es ist ein Deck, das andere Leute gut anspricht. Ich habe auch gute Erfahrungen mit Druidcraft Tarot gemacht. Das waren, glaube ich, so die Decks, die ich hauptsächlich bei mir ist es ähnlich, ich benutzt habe, wenn ich oder auch keine Kartendecks, glaube ich, wahrscheinlich noch mehr, mir fallen jetzt gerade keine anderen ein. Wobei es Decks gibt, die unterschiedliche wir haben Schwerpunkte glaube ich, jetzt die meisten Decktypen beschrieben. Nun gab es ja eine Anfrage, das Relative Tarot was ist, Harris, gibt ja es bestimmte habe, Decks für bestimmte Fragen? Auch wieder ein Wade sagen, wie dass es das könnt, gibt. Da sind die Wade-Bilder hinten eingearbeitet. Das sehr eigentlich dafür gedacht wurde, um mit seinen Ahnen in Kontakt zu kommen. Also ein Deck, was man gut für Familienstellen benutzen kann oder wenn man gerne mit Jenseitskontakten arbeiten möchte, nicht mein Ding, aber das ist etwas, was man damit speziell machen könnte. Dafür ist dieses Deck gedacht. Ein anderes Deck, das jetzt kein Tarot-Deck ist, ist ein Deck, was ziehe ich heute an? Das ist das Fashion-Orakel, was ich neulich von einer sehr netten Freundin geschenkt bekommen habe.
Und ja, das kann man durchaus auch mal befragen. Wie gesagt, kein Tarot und für ein spezielles Thema. Birgit schreibt hier gerade, sehe ich, dass sie oft vom 78-Pforten-Tarot hört. Ja, das ist klar, dass du da oft von hörst, weil das gerade der Clemens auf unserem bei mir ist es Blog ähnlich, vom Tarot e.V. sehr stark würde auch, keine ist ein sehr spannendes Deck auch, wo jede Karte halt eine Pforte dargestellt wird, wobei es durch die man eintreten kann in eine unterschiedliche andere Welt. Aber auch das ist nicht unbedingt für mich ein Deck zum interpretieren, sondern eher um sich das dann Relative-Tarot für einzelne Karten über das ich ja schon manchmal geschwärmt habe, diese einzelnen Karten zu erforschen. Also ein Deck, da haben wir auch wieder ein Weight-Deck, ein weiteren Deck, wir sind zu Weight-Meditieren eingearbeitet. Hast du noch andere Decks, die du gerne zeigen eigentlich dafür gedacht wurde, um mit seinen Ahnen in Kontakt zu kommen. Also ein Deck, was man gut für Familienstellen benutzen kann oder wenn man gerne mit Jenseitskontakten arbeiten möchte. Nicht mein Ding, aber ja, stimmt. Das ist etwas, was man damit speziell machen könnte. Dafür ist dieses Deck gedacht. Ein anderes Deck, das jetzt kein Tarot-Deck ist, ist ein Deck, was ziehe ich heute an. Das ist das Fashion-Orakel, was ich neulich von einer sehr netten Freundin geschenkt bekommen habe. Und das kann man durchaus auch mal befragen. Wie gesagt, kein Tarot und für ein spezielles Thema. Birgit schreibt hier gerade, sehe ich, dass sie oft vom 78-Pforten-Tarot hört. Ja, das ist klar, dass du da oft von hörst, weil das gerade der Clemens auf unserem Blog vom Tarot e.V. sehr stark bewirbt. Das ist ein sehr spannendes Deck auch, wo jede Karte halt als eine Pforte dargestellt wird, durch die man eintreten kann in eine andere Welt. Aber auch das ist nicht unbedingt für mich ein Deck zum Interpretieren, sondern eher um sich dann in die Welt der einzelnen Karten zu begeben und das Thema dieser einzelnen Karten zu erforschen. Also ein Deck, da haben wir wieder ein weiteres Deck. Ich habe hier gerade parallel gelesen, Marion meditieren. Schreibt, dass sie früher gute Erfahrungen mit dem Team Witch Tarot gemacht hat. Marion, mir ist das Team Witch Tarot nicht bekannt. Das musst du mal posten. Ich habe das noch nie gesehen. Es klingt auf jeden Fall ein bisschen Richtung Buffy Tarot. Wäre wahrscheinlich auch für mich ein Ding. Ja, stimmt. Spannend. Gemalt von, jetzt habe ich leider gerade den Faden verloren, weil ich das gerade gelesen habe. Wir haben jetzt also noch festgestellt, es gibt auch noch Decks, die zum Meditieren geeignet sind. Du hast dieses Ging-Deck vorgestellt und das ist etwas, genau, es hat ja noch jemand gefragt, ob wir unterschiedliche Karten zusammenmischen, um eine Frage zu beantworten. Und ich würde sagen, generell nein, aber wir benutzen vielleicht unterschiedliche Techniken, um eine Frage zu beantworten, parallel. Also ich arbeite sehr gerne mit Tarot in Kombination mit Astrologie. Man könnte jetzt auch eine Gegenkarte dazu ziehen. Ne? Was machst du gerne als Mischung? Also ich mische zwar die Bilder und ja. Miteinander kommen die Gegenkarten zum Einsatz, denn wenn wir noch bessere Einblicke in der Handlungsanweisungen zu geben, benutze ich entweder Orakelkarten und das. Ja, ich habe hier gerade parallel gelesen, Marion schreibt, dass sie früher gute Erfahrungen mit dem Teen Witch Tarot gemacht hat. Marion, mir ist das Teen Witch Tarot nicht bekannt. Das musst du mal posten. Ich habe das noch nie gesehen. Es klingt auf jeden Fall ein bisschen Richtung Buffy Tarot. Wäre wahrscheinlich auch für mich ein Ding. Spannend. Und mir ist nur eine einzige Sache eingefallen. Jetzt habe ich leider gerade den Faden verloren, weil ich das mischen kann, um eine Frage zu beantworten. Das mache ich tatsächlich. Wir haben jetzt also noch festgestellt, es gibt auch noch Decks, die zum Meditieren geeignet sind. Du hast eine Schweizerin, die ging, sehr entzückend vorgestellt. Und das ist etwas, genau, es hat ja noch jemand gefragt, ob wir unterschiedliche Karten zusammenmischen, um eine Frage zu beantworten. Und ich würde sagen, generell nein. Aber wir benutzen vielleicht unterschiedliche Techniken, um eine Frage zu beantworten. Und diese hier parallel. Mit dem Affen drauf. Also ich arbeite sehr gerne mit und die Tarot mische ich gerne zusammen mit Astrologie und ziehe sie einfach so parallel, während ich Karten lege. Was und machst du gerne tatsächlich kann man jetzt nicht von der Motivik her so ganz groß unterscheiden, was ist Kipper, was ist Lenormand. Ne? Klar, man sieht auch hier, bei dem Lenormand werden wir immer so eine Art Pforte haben, wie bei dem 78-Pforten-Tarot. Bei dem hier haben wir dann immer einen Namen. Aber prinzipiell sind sie von der Ästhetik und der Größe her sehr gut geeignet, als Kombination zu gehen. Und das macht die Regula auch selbst so. Aber wenn wir unterschiedliche Decks sonst zusammenmischen, hast du ja vorhin gesagt, Schatz, ne? Die Schwierigkeiten, ne?
wenn ich die Röhrig-Karten und die Rabenkarten. Mir ist nur eine einzige Sache eingefallen, wo man Karten Schwierigkeiten haben schon allein mischen kann, um eine Frage zu beantworten. Das macht aus meiner Sicht tatsächlich manchmal Sinn, zu mischen. Aber Karten es kann gut sein, dass ihr Lust habt, für unterschiedliche Fragen oder vor allem für unterschiedliche Menschen, die vor euch sitzen, und unterschiedliche Karten Decks anzubieten. Auch das machen wir manchmal, wenn wir in Buchhandlungen unterwegs sind. Da lassen wir die Leute auswählen zwischen zwei Decks, verschiedene Hintergründe, Rückseiten. Ja, das hier sind die Lenormand-Karten und diese. Wenn ich jetzt zur Revue passieren lasse, was wir gerade so gesagt haben, dann mische ich gerne zusammen die Antwort, was ist das richtige Deck? Ziehe sie einfach so parallel, während ich nicht Karten lege. Und tatsächlich kann man jetzt nicht von der Motive hier so ganz groß unterscheiden, was ist Kipper, was ist Lenormand. Klar, man sieht auch hier, bei den Lenormand werden wir immer so eine Art Pforte haben, wie bei dem 78-Pforten-Tarot. Bei dem hier haben wir dann immer einen Namen. Aber prinzipiell sind sie von der Ästhetik und der Größe her sehr gut geeignet, als Kombination zu gehen. Und das macht die Regula auch selbst so. Aber wenn wir unterschiedliche Decks sonst zusammenmischen, hast du ja vorhin gesagt, Schatz, ne? Hätte ich Schwierigkeiten, finde ich, die Röhrig-Karten und die Rabenkarten. Ja, genau, das Modern Witch Tarot, das hat uns beide ziemlich geflasht. Ne? Das macht. Wir haben gerade im Tarot e.V. Aber Facebook es kann gut sein, dass ihr geredet habt, wenn ihr da das für unterschiedliche Fragen oder vor allem für unterschiedliche Menschen ist ein total faszinierendes Deck, unterschiedliche Decks anzubieten. Auch das machen wir manchmal, wenn wir in Buchhandlungen unterwegs sind. Da lassen wir die Leute auswählen zwischen zwei, drei Decks, was sie meinen, was sie gerne machen. Scheint auch als Mann gut damit identifizieren. Ja, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, was wir gerade so gesagt haben, dann stelle ich eigentlich fest, dass es auf die Antwort, was ist das richtige Deck für mich, nicht wirklich eine Antwort für mich gibt, weil ich gar nicht weiß, ob es ein richtiges Deck gibt. Wie siehst du das? Das kann man immer nur für den genau, Moment. Kleine Werbeeinblendung, sowohl Rabentarot als auch Modern Witch Tarot sind im Königsfurt Verlag erhältlich, Königsfurt Urania Verlag, Rabentarot ist bereits auf dem Markt, Modern Witch Tarot wird es zum Herbst geben und wir beide sind darin involviert, weil ich es übersetze und Roy eigentlich dafür gesorgt hat, dass das mit nach Deutschland kommt. Besonders charmant finde ich die Zehn der Schwerter. Ja, also ja, genau. Es gibt nicht wirklich das Modern Witch Tarot. Es ist hat wichtig, auf das eigene Bauchgefühl zu achten, wenn man. Wir haben gerade im Tarot e.V. Facebook auch über weil man Deck sagt, redet, das gefällt mir jetzt und legt es zur Seite und arbeitet gar nicht groß damit. Vielleicht ist ein total faszinierendes Deck, später, dass man dann mit diesem Deck arbeitet. Tatsächlich wir haben, glaube ich, inzwischen eine 200-300 Decks da oben liegen. Bei uns, und trotzdem kann man und sich auch manchmal nutzen wir sie und manche liegen vielleicht auf Ewigkeit und ich finde dort. Auch ganz Bilder, also ich finde die wenn ihr Interesse habt, ich, es gibt eine ganz tolle Homepage von einem Kollegen von uns, von Albi Deuter. Albi Deuter hat eine Homepage gebaut vor der jetzt 15 Jahren. Die URL, der Name genau, lautet, kleine Werbeeinblendung, sowohl Rabentarot als auch Modern Witch Tarot sind im Königsfurt Verlag erhältlich, Königsfurt Urania Verlag, Rabentarot ist bereits auf dem Markt, Modern Witch Tarot wird es zum Herbst geben und wir beide sind darin involviert, weil ich es übersetze und Roy eigentlich dafür gesorgt hat, dass das mit nach Deutschland kommt. Es zu sehen, bevor man es kauft. Ja, also es gibt nicht wirklich ein richtiges Deck. Es ist wichtig, da kann ich auf das eigene Bauchgefühl zu achten, wenn man sich ein Deck aussucht. Vielleicht kauft man es auch einfach auf nur, dem Blog tarot.de. Das gefällt mir jetzt mit Treibe seit und auch wieder ein Artikel. Es war sogar der erste Teil meiner Tarot-Schule. Später, dass man dann dieses Deck richtige für mich. Wir haben, glaube ich, inzwischen an der 300 die Verlinkung bei uns, ne? Dem Albi Deuter Deck. Und manchmal nutzen wir sie. Und wenn ihr euch das angucken möchtet, geht einfach auf unsere Seite und werdet ihr dann dahin gewiesen sozusagen. Ja, gern geschehen. Das ist ja eine gute Vorlage für mich. Und
Eine Sache finde ich noch wichtig. Du hast vorhin erwähnt, dass du ein Kartendeck geschenkt bekommen hast und es dann für dich funktionierte. Es gibt tatsächlich eine alte Weissagung, kann man nicht sagen, eine Art Regel, dass man erst mit dem Kartenlegen beginnen soll, wenn man ein Deck geschenkt bekommt und dass man nur mit einem geschenkten Deck arbeiten soll. Persönlich sehe ich nicht so ganz genau ein, warum, wieso, aber bei dir hat das offensichtlich funktioniert. Und auch bei mir hat das funktioniert. Wir haben ja gesagt, dass es immer stark um Bauch, da kann ich gleich bei Karten, da kann ich gleich nochmal ein Deck geschenkt bekommen. Und das war das Röhrig-Deck auf, das war ist hier. Um 2000 herum. Auf und dem Blog Tarotwissen.de habe, fand ich es total schrecklich. Findet ihr auch wieder einen Artikel, es war sogar der erste Teil meiner Tarotschule. Mein welches Freund Deck hatte sie damals für geschenkt, mich? Der kurz darauf und mein Ex-Freund wurde. Und da ist auch die Verlinkung, wenn er mich verlassen hat, es war sehr dramatisch. Deuter, und ich habe dann dieses Deck sehr, sehr, wenn ihr euch das angucken möchtet, dann geht einfach auf unsere Seite und da werdet ihr dann dahingewiesen, es hat dazu geführt, dass dieses Deck. Ja, gern geschehen. Das ist ja eine gute Vorlage für mich. Und eine Sache finde ich noch wichtig. Du hast vorhin erwähnt, dass du ein Kartendeck geschenkt bekommen hast. Und du musst es wieder näher ranhalten, glaube ich. Es gibt tatsächlich eine alte, tatsächlich, Weissagung, kann man nicht sagen, eine Art Regel, kennengelernt. Erst mit dem Kartendeck beginnen soll, wenn man ein Deck geschenkt bekommt und dass man nur mit einem geschenkten Deck arbeiten soll. Persönlich, wir beide haben uns auf der ersten Mitgliederversammlung ganz genau ein, warum, wieso, aber bei dir hat das offensichtlich funktioniert. Ja, so ziemlich als einzige auch bei Menschen mir hat das in Deutschland damals. Wir haben ja gesagt, dass es immer stark um Bauchgefühl geht. Und das hat bei Karten, ich habe mal ein Deck geschenkt aneinander gebracht. Und das war das Röhrig-Deck auch. Das teilen wir um 2000 herum. Und als ich dieses Deck geschenkt bekommen habe, fand ich es total schrecklich. Und die Bücher, die wir zusammen schreiben. Von daher, aber mein Bauchgefühl hin, Freund hat es mir damals geschenkt, der kurz darauf mein Ex-Freund kann man auch ein Deck annehmen, verlassen hat. Es war sehr dramatisch. Und ich habe dann dieses Deck sehr, sehr angehimmelt, weil er sehr nicht mehr verfügbar war. Auch wenn ich es und was hat er? Es hat sich auch mal dieses ein Deck anzunähern, das man am Anfang nicht mochte, mich letztendlich dahin geführt habe, wo ich heute bin. Möchtest du noch was loswerden, Schatz? Denn, Schatz? Ich empfehle euch, wir haben ein Buch darüber geschrieben. Eben du musst es wieder näher ranhalten, glaube ich. Schaut es euch an. Besser. Ja, genau. Tatsächlich haben wir uns beide über das Röhrig-Deck kennengelernt. Werde ich gleich ganz heiser. Wir beide haben uns auf der ersten Mitgliederversammlung des Tarot e.V. kennengelernt und festgestellt, dass wir beide ganz genau als einzige Menschen, glaube ich, in Deutschland damals mit dem Röhrig-Deck arbeiteten. Ich bin ganz begeistert. Heute kommentieren ganz viele Leute und das freut mich sehr. Marion hat nochmal darauf hingewiesen, dass diesen Aberglauben von wegen eines ein Deck geschenkt bekommen und die findet, Bücher, weil die wir zusammen schreiben. Von daher, Bauchgefühl hin, Bauchgefühl her, vielleicht ein Geschenk bekommt, was ja traurig war. Kann man auch ein Deck Marion anscheinend erbarmt, was ihr ein Deck geschenkt. Ja, so kann das gehen. Also hören wir einfach nicht auf diese Regeln und Aberglauben, schaffen wir uns unsere eigenen Gesetze, was das Kartenlegen betrifft. Wir haben euch heute unsere Ideen anzunähern, dass man am Anfang angehen. Und wir freuen uns natürlich über alle Menschen, die viele verschiedene möchtest du noch was loswerden, Schatz? Weil das ich uns alle bereichert. Wenn ihr wir sind Karten am Dienstag wieder online und dann klappt es hoffentlich besser mit der Live-Schaltung. Ich weiß nicht, was heute los war. Das ist mein Ressort, also ich muss die Schuld auf mich nehmen. Und wir werden beim nächsten Mal darüber reden, wie man Karten am besten aufbewahrt, damit sie schön bleiben, damit sie rein bleiben und wie man sie pflegt. Das ist ganz sicher ein sehr spannendes Thema.
bereite heute schon die Kernseife vor. Ja, ja, bitte. Ich bin ganz begeistert, heute kommentieren. Das ist ein Insider, den wir uns dann vielleicht das freut mich sehr. Marion hat nochmal darauf hingewiesen, da fragt noch jemand, der Bernhard fragt noch, ob wir uns auch Karten selbst geschenkt legen. Bernhard, wir haben dazu findet, weil schon etwas gemacht. Ich glaube, es ständig unser erster Live verschenkt hat, damit sie endlich mal ein Geschenk bekommt, was ja traurig war. Und irgendwann hat sich dann Marion anscheinend erbarmt, ihr ein Deck geschenkt. Eine Frage kann das immer wieder gestellt wird, ist definitiv. Hören wir einfach nicht auf diese Regeln und Aberglauben, schaffen wir uns unsere Antwort gesetzt, war das, ja, man kann es natürlich die Karten. Wir haben euch heute unsere Ideen gegeben. Wir legen uns die Karten nicht selbst und wir lassen sie über alle Menschen, viele wenn es was ist, was zu Hause haben, nicht ganz so dramatisch alle bereichern. Können wir uns gegenseitig gut die Karten legen. Manchmal lassen wir unseren Sohn inzwischen eine Karte online und dann klappt es hoffentlich besser mit der Live-Schaltung. Aber wenn es was Dramatisches ist, dann gehen wir zu jemand anderem. Das ist mein Ressort, also ich muss wieder auf mich nehmen, dem gegenüber objektiv. Was wir werden beim nächsten Mal darüber reden, Mann los wie man ist, Karten am besten oder, aufbewahrt, damit sie schön bleiben, damit sie rein bleiben und wie man sie pflegt. Das wird sicher ein sehr spannendes Thema. Geleistet. Wir reiten heute schon die Kernseite oben geblieben. Ja, bitte. Das ist ein Insider, den wir euch dann vielleicht am Dienstag verraten werden. Da fragt noch jemand, der Bernhard fragt noch, ob wir uns auch Karten selbst legen. Bernhard, wir haben dazu schon etwas gemacht. Ich glaube, es war unser erster Live-Talk. Es gibt ja viele super gute Kartenleger haben wir darüber geredet, wie wir viele davon sind mit Tarotverband. Ne? Einfach mal haben wir verschiedene Fragen beantwortet mit einer Frage. Aber wie immer wieder gestellt wird, ist definitiv, kann ich mir die Karten selbst legen? Und mit diesen großartigen Worten Antwort war das, ja, man kann natürlich die Karten selbst legen. Wir legen uns die Karten nicht selbst, wir lassen sie uns legen. Wenn es was ist, was nicht ganz so dramatisch ist, dann können wir uns gegenseitig gut die Karten legen. Manchmal lassen wir unseren Sohn inzwischen eine Karte ziehen, das ist dann ein bisschen neutraler. Aber wenn es was Dramatisches ist, dann gehen wir zu jemand anderem, weil weder ich bin dem gegenüber objektiv, was in mir vorgeht, noch was mit meinem Mann los ist. Und ich schätze, bei dir ist das genauso, oder? Ja, wir haben ja aufgrund von unserer langjährigen Fangemeinde, sag mal, oder die sich bei uns die Ausbildung geleistet haben und uns gewogen geblieben sind, können wir jederzeit anrufen und sagen, sei so lieb, ich habe jetzt das Problem, bitte zieh die Karten, ich möchte jetzt von dir beraten werden, denn wir sind überzeugt, dass du uns jetzt eine tolle Hilfe gibst. Ganz genau. Und es gibt ja viele super gute Kartenleger da draußen. Viele davon sind im Tarotverband, ne? Einfach mal auf die Seite gehen. Aber wir beide sind natürlich auch total klasse. Und mit diesen großartigen Worten, denke ich, schließen wir für heute. Ich freue mich wirklich ganz doll, dass ihr kommentiert habt. Bitte kommentiert weiter. Schickt uns Vorschläge, über was wir reden sollen. Das machen wir super gerne. Wir greifen das sehr gerne auf. Wir sind sicher hier noch eine Weile ans Heim gefesselt und vertreiben uns sehr gerne mit euch da draußen die Zeit mit diesen Live-Chats. Und noch eine kleine andere Werbung. Ich mache ja auch viele Live-Chats für die Stadtspürer. Und nächsten Dienstag werden Christopher und ich über Astrologie reden bei einem Webinar, das ihr nur im Stadtspürer-Club erhalten könnt. Schaut doch auch einfach da nochmal rein. Ja, herzlichen Dank, dass ihr heute wieder so vielselig bei uns wart, dass ihr uns zugehört habt, uns zugesehen habt. Es hat wieder Spaß gemacht, diese Aussendung an euch zu machen. Und ich habe natürlich noch abschließend eine kleine Frage an dich, Kirsten. Ach Gott, nein. Am Ende der Sendung fühle ich mich? Ich hasse diese Frage. Ich fühle mich großartig, weil der Live-Chat geklappt hat. Und ich wünsche mir ganz doll, dass wir künftig eine andere Frage am Ende haben. Mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen allen noch ein tolles Wochenende, auch wenn wir nicht so frei sind, wie wir es uns eigentlich wünschen. Bleibt uns gewogen. Alles Liebe aus Hamburg. Tschüss.